Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal Beowulf statt Homer. Nachdem er 1909 durch die Prüfungen gerasselt war, konnte Tolkien 1910 im zweiten Anlauf ein Stipendium von 60 Pfund pro Jahr an der Universität Oxford gewinnen. Im Oktober 1911 trat er sein Studium in Literae Humaniores, auch bekannt als klassische Philologie, an, also Latein und Altgriechisch. Man möchte meinen, dass Tolkien, der schon in der Schulzeit auf Latein und Griechisch Theater gespielt und Debatten gehalten hatte, nun vollkommen im Studium aufgehen würde. Doch es kam ganz anders. Homer, Demosthenes, Virgil und Cicero standen auf dem Lehrplan. Tolkien jedoch beschäftigte sich lieber mit Partys und Clubs. Vor allem aber mit Gotisch, Altenglisch, Walisisch und Finnisch, das er gerade neu für sich entdeckt hatte. In einem Brief schrieb Tolkien 1955: Am wichtigsten war vielleicht, nach dem Gotischen, die Entdeckung einer finnischen Grammatik in der Bibliothek des Exeter College, als ich mich eigentlich auf das erste Examen in Altphilologie vorbereiten sollte. Es war, als hätte man einen Keller voller Flaschen eines erstaunlichen Weines gefunden, von einer Sorte und einem Aroma, wie man sie noch nie gekostet hat. Nur ein einziger Kurs faszinierte ihn wirklich: Comparative Philology bei Joseph Wright. Wright war nicht nur ein beeindruckender Wissenschaftler und Lehrer, Tolkien hatte durch seine Einführung in das Gotische auch diese ausgestorbene Sprache für sich entdeckt. Komparative Philologie war in etwa das, was wir heute historisch vergleichende Sprachwissenschaft nennen. Eine Vielzahl von alten Sprachen wird miteinander verglichen, um daraus Schlüsse auf ihre Ursprünge zu ziehen. Wright ermutigte Tolkien auch, sich mehr mit Walisisch zu beschäftigen, eine Sprache, die Tolkien schon seit Kindertagen fasziniert hatte. Dann kamen die Honor Moderations, eine Art Zwischenprüfung im Studium. Dazu schrieb Tolkien später an seinen Sohn Christopher: Das Finnische hätte mir beinahe mein Examen in Altphilologie verdorben. Und es war der erste Keim zum Silmarillion. Mit Ach und Krach erreichte er die zweitbeste Note. Das war jedoch nicht gut genug, denn er strebte eine akademische Karriere an. Nur in seinem Lieblingsfach, der komparativen Philologie, bekam er die gewünschte Bestnote. Zum Glück sprang ihm in diesem Moment der Rektor des Exeter College bei, dessen Student Tolkien war. Wenn Tolkien sich so für Altenglisch und andere germanische Sprachen interessiere, könne er doch das studieren. Zum Sommersemester 1913 durfte Tolkien zur Anglistik wechseln, ohne sein Stipendium zu verlieren. Das war wichtig, denn auch finanziell stand Tolkiens Studium oft auf der Kippe. Das studentische Leben in Oxford war auf Studierende der Oberschicht ausgelegt. Um mithalten zu können, musste Tolkien Schulden aufnehmen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, ein geselliges Leben zu führen. Er fand schnell Freunde und sog das Leben in Oxford nur so in sich auf. Vor allem Vereine wie der Essay und der Debattierclub hatten es ihm angetan. Während eines spaßhaften Studentenaufstands kaperte er sogar einmal einen Bus. Aber zurück zum Studium. In der Anglistik in Oxford fanden zu Tolkiens Zeiten erbitterte Kämpfe zwischen Linguisten und Literaturwissenschaftlern statt. Erstere wollten sich mit alt- und mittelenglischer Philologie beschäftigen, letztere lieber mit Shakespeare und Co. Die Studierenden durften sich zwar prinzipiell für ein Gebiet entscheiden, mussten aber trotzdem auch Kurse aus dem anderen Themenfeld belegen. Tolkien war ein klarer Anhänger der Linguistikseite und blieb es für den Rest seines Lebens. Als er seinen neuen Lehrplan sah, überkam ihn Panik, im positiven Sinne. Die Lehrstoffe schienen ihm alle schon so vertraut, dass er Angst bekam, das Studium könnte zu einfach für ihn werden. So kam es dann aber doch nicht. Tolkien saß nun viel mehr am Schreibtisch als zuvor. Sein Schwerpunkt wurde bald das Mittelenglische der West Midlands, was auch große Einflüsse auf sein literarisches Werk haben sollte, genauso wie das altenglische Epos Beowulf. In dem angelsächsischen Gedicht Cynewulf stolperte Tolkien in dieser Zeit über den Namen Earendel, der ihn regelrecht elektrisierte. Daraus entwickelte sich Earendel der Seefahrer und schließlich, sehr viel später, das, was wir heute das Silmarillion nennen. Auch mit Altnordisch oder Altisländisch beschäftigte sich Tolkien in seiner Studienzeit. Die darin verfassten Lieder und Sagen der Edda sollten ebenfalls Eingang in Mittelerde finden. Doch gerade als sich Tolkien auch akademisch in Oxford völlig wohlfühlte, brach etwas über ihn herein, das vielleicht einen noch stärkeren Einfluss auf sein Schaffen haben würde: der Erste Weltkrieg. Tolkien konnte zwar im Juli 1915 noch seinen Abschluss machen, dieses Mal mit der Bestnote, doch kurze Zeit später trat er seinen aktiven Armeedienst an. Die Philologie musste warten, doch dazu mehr in der nächsten Folge.
Dieses Mal berichtete Annika über Tolkiens Studienzeit. Redaktion Maria Zielenbach. Thema der nächsten Folge: Der große Krieg. Tolkien in 5 Minuten. Eine Produktion des Tolcast, den Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen auf YouTube und überall, wo es Podcast gibt.